meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade am Taubertal Festival angekommen, haben uns direkt auf den Weg zu den Zeltplätzen gemacht. Die Leute sind schon auf dem Weg zurück. Jetzt sind wir gespannt, wie die Leute den Platz zurückgelassen haben, ob das irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Rock im Park vergleichbar ist. Jo, meine Freunde, wir sind gerade am Campingplatz angekommen und haben wahnsinnig viele Reste entdecken können. Viele Pavillons, die noch zurückgeblieben sind und auch ja, teilweise Essensreste. Ein paar kaputte Zelte, die wir uns auch schon hier geschnappt haben. Mehrere Taschen voll. Wir haben jetzt aber auch schon ein paar Leute entdeckt, die nach dem Taubertal Festival die letzten Reste einsammeln und das auch schon seit Jahren machen. Die hatten einige Wegen, die sie hinter sich hinterherziehen mit Bierkästen, teilweise noch voll mit Bier und Essen. Wir machen uns jetzt auch noch ein kleines Stückchen weiter, schauen noch, ob wir ein paar mehr Zelte einsammeln können. Jo, meine Freunde, wir haben uns jetzt mal kurz gerettet. Es hat gerade das Regnen angefangen, aber wir haben hier noch ein Zelt gefunden, wo wir uns drunter stellen können. Alles gar kein Problem. Wir warten jetzt noch kurz ab. Halten noch ein paar Aufnahmen fest, auch von dem Containerplatz, den wir gerade entdeckt haben, an den anscheinend der ganze Müll hintransportiert wird. Und dann machen wir uns auch schon wieder auf den Heimweg, um uns vorzubereiten für Summer Breeze. Gerade ein niegelnagelneues Zelt gefunden. Innen alles noch ganz. Das wird wohl mein neues Zelt. Super stark. Meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade fertig geworden, haben sogar noch ein Zelt gefunden und einen Schlafsack und eine Isomatte. Also alles vorbereitet für Summer Breeze. Man muss aber sagen, insgesamt war alles doch ein Ticken sauberer als bei Rock im Park. Die Leute fangen direkt nach dem Festival an, alles aufzuräumen. Da kann man bei Rock im Park auf jeden Fall knapp eine Woche lang warten, dann liegt da immer noch vielleicht so viel wie jetzt hier am Ende. Was nur ein bisschen blöd ist, ist, dass lauter kleine Plastikreste überall herumliegen. Und jetzt gerade durch den Sturm und den Regen, der jetzt kommt, dass alles natürlich auf den ganzen Feldern verteilt wird. Wir bereiten uns jetzt dann vor auf Summer Breeze, werden dann als nächstes von dort berichten. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ciao. Und bleibt sauber.